So, Freunde der Nacht, heute geht es um einen relativ kleinen Muskel. Und zwar besteht der Bizeps, so wie der Name schon sagt, aus zwei Muskeln. Bi, nicht bi im Sinne von so ein bisschen schwul und ein bisschen hetero, sondern Bizeps im Sinne von, das sind, ja, der Bizeps endet an zwei Stellen. Also der hat zwei, ja, wie soll man das sagen, das ist jetzt für Laien erklärt. Eigentlich zwei Muskeln in einem, der große Bizepsmuskel und der Brachialis, so nennt sich das schmucke Stück. Und zwar Bizeps trainiert man, wenn man seine Hand so hat und diese Bewegung macht, ja, also die Faust ist sozusagen horizontal, ne? Und den Brachialis trainiert man, indem man den Arm einfach mal kurz umdreht und dann die Hantel so hoch und runter gehen lässt. Und zwar habe ich heute Bizepstraining gehabt. Hab schon den Bizeps ausgepowert, hab Kurzhantel, SZ-Stange gemacht, im Stehen, im Sitzen, Konzentrationskurs. Und jetzt ganz am Ende, so damit das Ganze zum Abschluss kommt, kommt der Brachialis dran, sprich der kleinere von den zwei sozusagen. Ich erkläre das jetzt mal, das sind nicht zwei Muskeln, das ist ein Muskel, der hat aber zwei verschiedene Aufgaben, deswegen hat er zwei Köpfe und deswegen nennt er sich halt Bizeps. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin auch kein Fachmann, ganz ehrlich. Ich erkläre euch das so laienhaft. Ja, also der Bizeps schon ausgepowert. Jetzt kommt ganz am Ende, ne, so damit das Programm zu Ende kommt, trainiert man sein Brachialis. Ich werde euch das jetzt seitlich vorführen. Und zwar sind wir jetzt bei mir im Badezimmer, jetzt mal ausnahmsweise. Weil im anderen Zimmer sieht es mittlerweile so durcheinander aus, das will ich euch nicht antun. Machen wir das lieber hier im Badezimmer. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde mit 17 Kilo. Ja, meine 12 Wiederholungen noch machen. So, wie gesagt, zum Auspowern. Ich werde aber auch irgendwann mal nur Brachialis trainieren. Also sprich statt so den Bizeps, also den Brachialis besser gesagt. Und dann gucken wir mal, was ich maximal so packe. Das mache ich sonst nie. Das mache ich nur am Ende halt zum Auspowern. Alles klar. Genug geredet, wie immer. So, wollen wir noch mal gucken, was denn hier so Sache ist. Freunde der Nacht. Werde ich auch gesehen? Ja, Mann, ich hoffe doch. Alles Roger in Kambodscha. Ja, man sieht die Bewegung, ne? Alles klar. So, nochmal so, damit ihr gucken könnt. Hier, ne? 5 Kilo Scheiben. Auf der Seite 2, auf der Seite 1 und die Hantel selber. Damit ihr gucken könnt, ne? Alles klar. So, wie gesagt, nichts Spektakuläres. Am Ende vom Bizeps-Programm kann man das Ganze jetzt so machen, um den kleinen Brachialis-Muskel, der an dem großen noch da mit dran hängt. Ich erkläre das immer so laienhaft, das kommt immer so billig rüber, aber ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Die Position habe ich euch erklärt. Anstatt so, dreht man den Arm kurz so und dann wird schon der kleine Brachialis trainiert. An die alten Zuschauer, die schon seit Monaten dabei sind, danke für eure Treue. Es kommen auf jeden Fall die Tage noch neue Videos. Das war jetzt eine Kleinigkeit. An die neuen Zuschauer, cool, dass ihr bis zum Ende zugeguckt habt. Aber bitte nicht vergessen, bewerten, bewerten, bewerten. Und wenn ihr möchtet, abonnieren, weil es kommen noch richtig krasse Videos. Jetzt ist Sommer, ich kann auch ein bisschen rausgehen. Ich habe auch ein paar Übungen, die ich draußen mache. Auch konditionsmäßig oder, ne? Also, lange Rede, kurzer Sinn. Danke fürs Zuschauen, bewerten, abonnieren. Wir sehen uns bald, wenn Gott will.